Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf The Morrisland unterwegs und in unserem Produktionsspezial und wir sind bereits in Folge 108 und ja, wir mähen Gras. Ne? Wir haben letztes Mal schon eine Ladung 50.000 Liter in den Komposter gebracht. Dieses wird das zweite Mal sein, dass wir das tun. Wir werden jetzt hier, indem wir hinter den Schweinen noch langfahren und hier noch so ein paar Reste mähen, auf dem Weg zum eigentlichen Komposter hoffentlich den Spaß noch eben voll machen. Da vorne sind wir schon beim Kompostergelände. Brauchen aber hier noch ein paar Meter, weil wir noch nicht ganz voll sind. Fahren wir mal hinter diesem Güllepart lang und dann sind wir auch schön voll. Nehmen das Ganze hoch und tauchen hier hintere Bäume auf und schleichen uns von hinten an. So ungefähr wenigstens. So, ja, ich hatte erstmal gesagt, 100.000 hauen wir hier erstmal einfach rein. Wir werden gleich erstmal gucken, wie weit. Dann bringen wir ihn hier zum Abladen. Er sieht selber, Komposter produziert gut schnell und zackig, weil er hat schon 12.500 gemacht in der Zeit, wo wir letztes Mal hier waren. Und hat dafür nicht mal 1000 Liter Sprit gebraucht. Das heißt also, hier könnten wir noch einiges reinmachen. Und ihr seht ja auch, das gute Stück hier ist gut am Arbeiten. Und wir kriegen da hinten auch gut Kompass an den Ausgang, glaube ich. Steigt mal aus, wir gehen mal rüber. Ja, seht ihr, fast 11.000 Liter Kompass schon wieder da. So, ich skippe mal durch. Es ist das meiste steht, so simpel muss man es sagen. Grastrockenanlage ist noch nicht wirklich so weit, wie wir es haben wollen. Da soll nämlich 100.000 stehen, dann wird es interessant. Hier die Paletten werden nicht mehr viel kommen, weil der Kompost hier bald alle ist. Das ist der Punkt. Da sind ein paar Paletten da. So, aber wir wollen jetzt zur Sämaschine. Okay, die Sämaschine seht ihr selber. Hat nicht ganz die Hälfte. Das heißt also, wir können eindeutig noch eine Runde in Gras machen. Wir werden sehen, dass hier alles wieder läuft, sag ich mal so. Bevor wir vorspulen, gehe ich mal davon aus, dass wir ganz locker. Ups, ich habe ihn abgewürgt. Dass wir erstmal jetzt hier ganz locker nochmal eine Runde Gras mähen. Versuchen wir mal hier rauszufahren. Sollte eigentlich klappen. Zwischen den Bäume durch hier so ein bisschen. Bisschen am Schweinepferd vorbei, aber da sind Doppelzäune rum, also passiert hier nichts. Fahren hier mal eine Runde raus. Suchen uns was, was wir auch noch mähen können. Weil zwischenzeitlich haben wir schon ein paar Spuren hier gefahren, muss man zugestehen. So. Und werde jetzt mit dieser Spur zur Grastrockenanlage fahren. Das da noch reinhauen. Dann werden wir wieder eine Runde mähen. Und da es mit dem Komposter so schnell geht, wahrscheinlich das auch in den Komposter bringen. Wir werden wahrscheinlich auch für die Futtermische auch noch eine Ladung brauchen. Also wir werden wohl ziemlich viel mähen zwischendurch, muss man so sagen. Unsere Grasvorräte haben wir ja auch einige Tage oder Wochen halt nicht sonderlich viel aufgefüllt. Wir hatten uns ja einmal ordentlich Gras angeschafft, sag ich mal so, und dann ein bisschen geschwächelt, ne? Muss man mal einfach so sagen. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt hier so über die Schienen schon über hinkomme. Weil unsere eigentliche Wiese ist ja auch auf der anderen Seite. Da muss ich hochnehmen oder bleibe ich hängen? Nö, ich kann so weiterfahren. Das ist schön. Dann fahren wir nicht mehr jetzt mal auf dieser Seite der Schienen. Weil der Trockner ist auch auf der anderen Seite. So. Und wir fahren. Ja, viertelvoll sind wir schon wieder. Das geht also relativ zügig. Was wir jetzt hier vorne haben, ist die große Wiese, deswegen fahre ich da jetzt rüber. Da dürften wir eigentlich ein bisschen mehr runterholen können wie hier. Es muss also ein bisschen schneller zählen.
werde mal gucken, wie wir fahren müssen, damit sich das Ganze auch belohnt hat. Ne, ihr seht, das sieht jetzt aus, als wenn ein Acker verschwinden würde. Das ist es gar nicht. Das hier ist Gras drauf gesät, deswegen sieht das so aus. Unter uns seht ihr jetzt ja auch, dass sich die Bodenfläche hier auch verändert hat. Ne, und dass es jetzt auch dunkel wird, da wo ich jetzt fahre. Und ihr dürftet jetzt eigentlich auch. Okay, an der Geschwindigkeit hat sich nicht viel getan. Oh doch, ich bin ein bisschen runter. So. Jetzt könnte es vielleicht einen kleinen Tick schneller zählen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber so ist das Ganze halt. Wir fahren uns erstmal hier gemütlich eine Runde lang und machen auf jeden Fall noch eine Ladung in den Gastrockner. Dann fahren wir mal eine Runde wieder zurück. Aber wie gesagt, wenn wir die 100.000 da erstmal verarbeitet haben, das ist eine ganze Menge Kompost, damit ist er letztes Mal auch lange hingekommen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt diese Ladung noch für den Grastrockner und fahren dann noch eine Ladung. Also auf gut Deutsch fahren wir dann zurück, mähen dabei und machen das Ganze in die Futtermische rein wahrscheinlich. Ich schätze mal, in die Richtung wird es gehen. So. Ja, 30.000 Liter sind drin. Da haben wir 60% erreicht. Gucken, ob sich die Geschwindigkeit verändert, wenn wir jetzt hier den Feldbereich verlassen. Kommt dann sogar fast vor, als wenn es schneller zählen würde, oder? Oh ja. Auch nicht so wild. Wir werden hier auf jeden Fall noch einen kleinen Bogen machen wahrscheinlich. Weil wenn wir da ankommen, sind wir wahrscheinlich noch nicht voll, aber wir gucken mal. Dann haben wir ein bisschen noch die paar Knicke da vorne noch. Mal sehen, was wir noch rauskriegen hier. Ja, Sämaschine ist auch noch fleißig am Fahren. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt beim nächsten Mal für die Produktion Sonnenblumen schon mal gemacht. Und Getreide, glaube ich, wird nachgefüllt dadurch sozusagen, weil wir auch Gerste ja noch offen haben. Die müssen wir auch noch sehen. Wie gesagt, wir haben Sonnenblumen und Kartoffeln haben wir auf jeden Fall für die neuen Produktionen. Und auch für die Kartoffelwaschanlage und auch für die Schweine. Da müssen wir mal gucken, das sollte eigentlich schon mal einigermaßen laufen da. So, hier links ist ja die Anlage. Ich werde jetzt einmal den Bogen fahren. Wenn ich so bei 47.000 bin oder knapp drüber, dann werde ich den Bogen wieder zurückfahren und dann sollten wir eigentlich da voll ankommen, ne? Aber darum geht's. So, da geht's jetzt sozusagen direkt zur Produktion. Da ist die Auffahrt, da steuere ich mal direkt drauf zu. Vorne seht ihr auch schon die Halle, wo wir das Ganze ausladen müssen. Und wir sind schneller fertig wie gedacht, also das ist alles okay. Das hat schon mal funktioniert. Ich nehme alles hoch, dann nehmen wir unsere Geschwindigkeit auf. Auto sehe ich keins, hier fahren wir einmal rüber. Ja, hier haben wir das große Glück, dass wir mit ihm hier abladen können. Weil vorwärts könnten wir hier zum Beispiel nicht reinfahren, weil aufgrund des Schneidwerks hier gar nicht reinpasst. Aber es reicht, rückwärts reinzufahren und dann erwischen wir gerade den Trigger. Also ich fahre echt ran bis zur Kante und ihr seht es selber, macht den Trigger. Jetzt haben wir das denn gleich hier. Ah, ihr seht, das sind fast 140.000 Liter. Das kann jetzt erstmal locker flockig vor sich hinarbeiten. Ne? Das ist also kein Problem. Hier schmeißen wir den ganzen Spaß wieder an. Dann machen wir es erstmal auf dem Rückweg.
werde mal hier den Bogen lang fahren sozusagen. Dann werden wir wieder am Ende die Schranken überqueren. Schranken war schon die Eisenbahnschienen überqueren. Das kriegen wir aber alles hin. Langsam wird es dunkler. Ich weiß nicht, am lichtigsten sehe ich hier, dass die Blütenansätze hier teilweise rot sind, die sonst weiß sind. Ja, vorne sind auch weiße, gibt tatsächlich verschiedene, okay. Ich habe sonst meistens nur weiße gesehen. Ich hatte gar nicht gesehen, dass es auch rote gibt. Nicht schlecht. Selten ist gar nicht drauf geachtet, muss ich zugestehen. So ist das halt, ne? So. Ja, das ist jetzt entweder für den Futtermischer. Oder wenn im Futtermischer noch genug drin ist, dann ist es fürs Lager. Das hatte ich mir so gedacht. So werden wir es jetzt einfach machen. Ja, hier scheint eine Mähkreuzung zu sein. Hier ist nämlich genau die Feldkante. Aber wie gesagt, das ging nicht viel langsamer oder nicht viel schneller, kam mir wenigstens nicht so vor. Ich werde natürlich trotzdem jetzt hier einfach mal eine Kante langfahren. Aber es kommt einem teilweise vor, als wenn es langsamer laufen würde, oder? So, hier läuft es eindeutig schneller. Ich schätze mal, dass man es auf dem Feld die gleiche Quote hinkriegt wie auf einer normalen Wiese, wenn man die Feldvariante voll gedüngt hätte. Ich schätze mal, so ähnlich wird das schon bald sein. So. Ja, sind wir im Groben schon auf dem Rückweg. Also, dass wir ein, zwei Schlenker mehr machen müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Position so ungefähr war, wo wir mal umgedreht sind. Kommt mir vor, dass man manchmal schneller, manchmal langsamer das Ganze aufnehmen würde. Wie das in Verbotenwellen sind, aber es bleibt ja eigentlich auch nichts liegen. Also ich sehe wenigstens nichts. Ne? Also wenn man so guckt. Die Spur eigentlich okay, die wir machen. Er nimmt ja, ne? Schön alles auf. Wollen wir nochmal in Ruhe von vorne gucken oder von oben gucken. Das ist der Euroboss-Aufsatz dafür. Dann sieht man, wie sich das Ganze so langsam füllt. Ja, da sind wir letztes Mal schräg gefahren, okay. 60%, 62% waren wir jetzt drin ungefähr. Wir sind schon fast in der Höhe von den Schafen. Das ist nicht gut, wenn wir es noch komplett füllen wollen. Aber wie gesagt, wir fahren hier gleich wieder rüber. Und dann fahren wir noch vielleicht die eine Strecke an der Kante lang. Weil wir müssen jetzt, wir fahren jetzt ja nicht zum Komposter, also wir werden jetzt ja hier vor den Schafen hier reinbiegen. Und werden da vorne noch ein bisschen den Streifen mähen und hoffen, dass da noch ein bisschen was zusammenkommt. Noch sind wir auch nicht bei der Straße. Seht, wir haben zwar ein paar Querstreifen, die uns Aussetzer bescheren, aber ein bisschen mähen wir ja auch noch was, bis wir da sind. Ich hoffe, dass das alles klappt soweit. Und wir nicht zu viel Verlust haben und halt die knapp 10.000, die uns jetzt fehlen, auch tatsächlich noch zusammenkriegen. Das hätten wir, hätte was, ne? Ja, hier habe ich nicht mehr sonderlich viel zu mähen.
Ah, hier wird der Streifen breiter, okay. Das ist okay, dann können wir hier auf jeden Fall nochmal schön direkten Streifen mähen. Das könnte dann vielleicht doch was werden. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, das passt. Wir sind sogar unter dem Baum durchgekommen. War da auch mal was. Ja, so langsam muss das Ding auch voll werden, weil ihr seht selber, hier auf der Seite ist jetzt schon wieder gemäht worden. Ich muss jetzt schon wieder Reifen suchen, sozusagen. Und hier ist auch schon ein bisschen Randstreifen. Hier kommt anscheinend gerade nicht ganz so viel raus. Aber das passt, ne? Wir kommen jetzt ziemlich pünktlich mit unserem Spaß an und nicht nur das, sondern wir gehen auch gerade schon ziemlich pünktlich zum Ende der Folge über. So einfach ist es. Wir werden jetzt noch einmal kurz gucken, ob wir es in die Futtermischgeschichte schmeißen oder auf Lager. Und dann haben wir es auch schon. So, wie sieht es denn hier aus? Ich steige mal aus. Was sagt der Graspart hier? Graspart sagt ordentlich voll. Dann kann das Ganze hier auf Lager gehen. Ja. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch ein Abo oder ein Teilen wäre natürlich super. Und vielen Dank für alle die mich immer so fleißig unterstützen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.